Na denn? Licht der Weisung. Miura, was machen denn Morphers of Rogue? Das wirst du schon bald erfahren. Aber die Sache hat nichts allein mit Rogue zu tun. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zum Purgatorium. Punkt, Punkt, Punkt. Wo bin ich? Bin außerhalb der Stadt an diesem Ausgang. Okay. Erstmal ganz kurz gucken, was sie denn so kann. Ist 32. Ah, okay. Das ist stärker als meine Schwächsten, aber schon hinterher. Was ist das? Arzneikunde. Kunde. Kenntnisse in der Fertigung von Arzneien. Je höher der Kenntnislevel, desto mehr Optionen hat man beim Herstellen. Heilung. Eisnadeln tiefgefroren. Blitzeruption. Donnerfackel. Annullierung. Das ist die normale Heilung. Die Eisnadeln kennen wir auch schon. Donnerfackel. Ganz viele Sachen, die ich ausprobieren müsste. Kampftechnik, Stolz. Das ist wie bei Face. Er hat auch Stolz, ja. Kennen wir, also vieles davon kennen wir schon. Okay. Blitzzauberin. Gedöns. So, dann machen wir jetzt erstmal hier. Dann bringen wir ihr bei, was wir können. Ja. Gut. Wir geheilt? Wir haben die Nacht übernachtet anscheinend. So, dann gehe ich hier nochmal in Kenntnisse rein und gucken, was ich boosten will. Das Herstellen erstmal nicht, ne? Heilung will ich, glaube ich, auf jeden Fall boosten. Wenn ich das geboostet habe, dann sind das 40 Heilung. Wenn ich. Ah. Irgendeine der Blitzdinger will ich auf jeden Fall mal hochbringen. Donner, ein Lichtblitzball erhöht die Feinde ein und fügt den Schaden zu. Beide Lichtblitze auf Feinde. Okay, dann machen wir das mal. Blitzeruption. Donnerfackel danach, meinetwegen. Donnerfackel ist auf jeden Fall das Höhere. So, was sehen wir hier? Stolz ist meh. Urienboost ist meh. Also TP-Boost und automatische Heilung. Gut. Joa. Tiefgefroren würde ich da gerne nehmen. Nehmen hier mal Blitzeruption rein und beim anderen testen wir mal dann Tiefgefrieren aus. Dann steuere ich sie auch gleich mal, glaube ich. So muss ich die natürlich in die Party aufnehmen. Bye. Bye, Face. War schön mit dir. Ich hoffe, sie kämpft ja bestimmt mit Stab, ne? Nicht. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Ausrüsten. Jetzt ist sie hier. Symbolstab. Alchemieumhang. 180 Defense, okay. Die braucht Int. Inter. Nichts mehr mit Int rumliegen. Ja, dann nimm mal hier irgendwie das da. Hier haben wir aber was mit Int, ne? Da ist Int. Bei Int, wow. Mehr voll. Ja, gibt dann immer hier Donner oder Feuer. Was haben wir hier häufiger? Donner erstmal, ne? Feuer meine ich ja. Gut. Dann weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas boosten soll schon bei ihr. Wird jetzt wahrscheinlich. Nein. Erstmal ein, zwei Runden mit dir kämpfen. Dann habe ich ein bisschen Überblick über die Techniken. Ansonsten Heilung halt, ne? Oder TP-Boost halt boosten. Okay.
Gucken wir mal. Komm mal her. Wo ist sie denn? Da. Mhm. Sie benutzt Fernkampf. Langsam Fernkampf. Okay. Was greift an? Das ist schon nicht schlecht. Okay. Okay. Na, na, nicht aus. Nicht gekrittet werden, bitte. Mhm. I suppose this will mean fewer enemies. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt gleich mal Eis beim nächsten Mal. Ich will jetzt erstmal Richtung Schiff zurück, theoretisch. Aber da müssten wir jetzt ganz schön weit laufen, ne? Mhm. Ich guck mal. Ob ich jetzt ins Purgatorium gehe oder ins Schiff. Mhm. Okay, nett. Na, ich will nicht gekrittet werden, danke. Hm. Okay. Kann ich irgendwo nachgucken, was für... irgendwo konnte ich das nachgucken, ich weiß es. Rezepturen? Ja. Nee, sehe ich nicht die Sachen, die ich... irgendwo konnte ich nachgucken, was für Sachen ich also dabei habe, damit ich sie dann erlerne. Ich weiß nicht, wo das war. Hier? Nee. Hier vielleicht. Also die Rezepte hier, ne? Ich glaube, hier war das irgendwo bei. Da, Rezept. Mentaltrank und EM-Streubombe. Das brauchen wir nicht. Kristallstab. Kristallstab wäre wahrscheinlich etwas für unseren neuen Charakter. Hm. Oder, weiß ich nicht, für irgendwen halt. Weiß nicht, ob sich sowas lohnt. Hm. Ich sag einfach mal nein und wir gehen woanders hin. Aber was wir machen können... Also, wir gehen jetzt nicht zum Schiff. Wie lösche ich das? Kann ich irgendwie? Keine. Okay. Donnerfackel will ich mir mal angucken. Na, tieffrieren, das ist gar nicht so schlecht. Mal hier Blitz, Blitz erstmal. Geht auch nicht. Verdammt. Hm. Na gut. Hi. Aha. Oh, sehr langsam. Wie viele Hits sind das? Thunder Flare. Blitzfackel. Ja, hm? Ist nett. Hm. Ist langsam auf jeden Fall. Weiß immer noch nicht, was ich skillen soll. Eisnadeln glaube ich nicht. Wobei Eisnadeln ziemlich gut wären für den Dungeon da. Na. Leg mal erstmal hier irgendwie eine Mischung an. Donnerfackel gefällt mir sogar. Aber. Machen wir das hier. Ja. Was booste ich bei ihr? Was booste ich? Soll ich diese dicke Kugel boosten?
Donnerfackel, ne? Also Thunderflare. Komm, hau mal rein. Das ist jetzt ihr bester Skill. Und dann kriegt sie noch mehr Leben. Bam. Und irgendwas noch. Tiefgefrieren oder das andere? Das hier macht mehrere Male Schaden des AOE, ne? Eisnadel ist halt nur auf einen. Okay, dann mache ich Tiefgefrieren und dann können wir das auch gleich nochmal ausrüsten. Dann kommt das hier hin. Bam. Mehr Platz hat sie nicht, aber das passt. Was? Jetzt. Ich muss weg. Na, wie macht sich so im Kampf? Heilung wollte ich skillen bei ihr noch, ne? Jetzt habe ich natürlich die in der Party wahrscheinlich am meisten Schaden machen, ne? Aber zwei Kritter, zwei. Zwei Leute, die heilen können. Einer ist der Hauptcharakter. An einen Magier nur, ne? Naja, gut. Sollte passen. Können wir hier noch was boosten? Dann reicht erstmal. So, 33%. Stil. Sie hat Defensivstil. Machen wir das offensiv und dann mehr Int und so. Gut. Wichtiger, dass sie das jetzt am Anfang skillt. Wir brauchen den Schaden ein bisschen. Hi. Hat er das jetzt alles geblockt? Ich sag nicht. Ja, Kritz. Warum töte ich keinen mit Kritz? Perfekt. Sie hat auch sehr, sehr viel Mana, ne? Yuri hier. Und sie kriegt Mana zurück, wenn sie angreift? Ist ihr Stab? Was war das eben? Also sie hat 11 Mana gekriegt, als sie Nahkampf gemacht hat. Oh, wer seid ihr denn? Komm mal her. Zieh nur ein Alpha, ja. Die waren das auch, die angegriffen haben, ja. Gerade einen habe ich bei ihr eigentlich schon Crit gemaxt. Bei, ne? Raimi. Ja, habe ich. Und trotzdem krittet das nicht häufig genug, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie... Nee, gut. Geht so viel Zeug. Ich könnte Fokus tatsächlich mal skillen. Oder ich skill halt weiter in Leben rein, ne? Wow. Erst zweimal... Ja, genau! Ich laufe ihm von... Also, hinten rein in den Rücken. Und trotzdem... Ah, wie bescheuert das ist. Ups. Hm.
Aber meine Bonustafel ist jetzt voll. Bin ich sehr happy. Yeah. Achtung, nicht trinken! Wir haben 30% mehr XP. Ja, ich weiß nicht. Die Party, die ich jetzt habe, die gefällt mir schon ganz gut. Wer kommt jetzt noch dazu? Der Engel. Der wahrscheinlich Heiler ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Engel noch jetzt irgendwie eine Schusswaffe kriegt oder Nahkampf oder so. Aber vielleicht kommt sie auch gar nicht in die Party. Vielleicht irre ich mich da ja auch komplett. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass sie kämpft halt. Das ist das Problem. Vielleicht ist sie einfach nur auf dem Schiff dabei. Keine Ahnung. Ah, das hasse ich. Wenn die auf dem Boden liegen und ich deswegen nicht treffe. Ah, oh, ist doch widerlich. Wow. 12.600 Leben jetzt. Mann, Mann, Mann. Da geht noch was. Ich speichere hier mal irgendwo drüber. Da hatte ich die letzte Mahlzeit nochmal gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gehört hat. Ich habe gerade aufgestoßen. So. Jetzt gehe ich zu der gleichen Stelle, wo ich vorher nicht weiterkam, ja? Und da muss jetzt irgendwas gehen. Würde eigentlich auch am liebsten hier durchkommen. Ne. Achso. Ich dachte gerade hier, Miracle sagt hier irgendwie was. Aber ein anderer Kampfzwerg. Oh, sie wurde gerade geheilt, die Mega-Chimäre. Wie gemein. Schon wieder eine Heilungskarte gekriegt. I suppose this will mean fewer enemies. Warum musst du so gigantische Ballons vor der Brust haben, wollte ich gerade sagen, aber als Brüste haben, ja, es ist. Also nicht, das ist so echt Designfehler, meiner Meinung nach. Die wackeln die ganze Zeit, das kann man doch nicht mögen, oder? Ich habe jetzt nichts gegen große Brüste oder so, aber da fällt mir das schon sehr störend auf. Absurd irgendwie. Lesardkolben. Nehme nicht an, das ist eine Waffe. Aber auch mal spannend. Ist das hier ist auch eine Tür? Was wird denn hier angezeigt? Ach so, nee. Das ist nicht die Tür, die angezeigt wird. Grün? Ha! Okay. Kriege ich damit woanders auch was auf mit der Methode? Muss mich hier nochmal umgucken anscheinend. Hier brennt's grün. Ist nichts. Auch nichts. Warte. Du brennst rot, ne? Ich dachte schon, der erwischt mich noch.
Das darf ja nicht sein. Yay. War jetzt noch irgendwo anders eine Fackel bestimmt nicht, oder? Ich gehe jetzt einfach mal dann da durch. Hi. Ihr seid andere, ne? Ihr seid nicht Alphas. Ihr seid Lila. Doch, ihr seid Alphas. Das macht aber auch viel Schaden gegen die Jungs. Oha, okay. Ganze Ebene anscheinend ist hier irgendwo ein Speicherding, ne? Immer oben gespeichert gerade erst, aber ich meine, kommt dann erst viel später, ja? Ich brauche irgendwas, um hier bald durchzukommen. So ein Heiligring oder so. Ne? Mal aufhören, den Chimäre zu buffen. Ah, verdammt. Mhm. Maybe now I can be of some help to everyone. 99 feindliche Magienstern. Wow, okay. Moment. Die Musik irgendwie ein bisschen leiser gemacht, kann das sein? Nee, die ist hier einfach nur so. Also die ist so leicht so nur im Hintergrund. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte Gegengift. Der Face? Face sieht vom Bild her schon ein bisschen kalt aus, ne? Ich habe immer noch das Gefühl, dass er mich irgendwann verraten wird. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber... Wird schon so sein, wenn ich das sage. Hey, du bist ein Kampf, oder? Ne, du bist ein Kampf. Muss ich den irgendwie drehen oder so? Muss irgendwas damit machen. Ach, hier muss ich durch. Wegen. Okay. Fackel, Fackel, Fackel. Was? Jetzt guckt das Ding dahin. Also muss ich jetzt hier anfackeln, damit er nach da unten guckt. Nee, hä? Mhm. Fackel ich mal das an, wo er hinguckt? Das eine Bewandtnis oder? Kann die ja nur alle anmachen, ne? Nee. Gar nicht wahr. Was? Was? Hab ich's falsch gemacht, ja? Kann ich die da anvisieren? Danke. Diese AOE-Frost-Dings, das könnte auch stärker sein. Also ist falsch. Okay, dann mache ich jetzt das, wo er hinguckt.
Oh, also das zweite ist, okay. Dann das. Ich hab das erste anscheinend nur falsch gemacht, nehme ich an. Sonst mache ich es nochmal mit dem Gegenüberliegenden, von dem er hinguckt. Ja. Sieht richtig aus. Wow. Wackel, wackel, rucke. Kann ich Screencheck auch machen? Weil das geht ganz krass in der Videoqualität. Also die FPS geht enorm runter. Wo wäre denn das? Nein. Grafik hier. Nee, ist nicht. Irgendwas, was ich noch höher stellen könnte? Nee, ne? Leichtzeichner. Die beiden Sachen habe ich aus, aber das brauchen wir nicht. Wenn die... Achso, nee. Gut. Wenn er aktiv ist, wird die Kamerabewegung einen Weichzeichneffekt auf den Bildschirm haben. Kann das ja mal einmachen, aber ich glaube, das sieht hässlich aus. Mal gucken, was die Kamera jetzt macht. Hier kein Unterschied. Ja, ich lasse das erstmal drin. Weichzeichner, ja. Mag das Modell sieht ein bisschen besser aus, kann das sein? Ist halt nicht ganz so klar. Dafür wäre ja Weichzeichner da, aber nee. Ich sehe keinen Unterschied. Okay, ich mach's wieder aus. Keine Ahnung. Wird schon Grund haben, warum ich es mal ausgestellt habe, sagen wir so. Jetzt. Hi. Oh Mann. Ganz schön Verschwendung hier für die Pappenheimer da. Die ganzen tollen Skills zu verwenden. Das Mana zu verschwenden. Ja, hier sind zwei Fackeln. Drei Fackeln. Okay. Und den hier. Ich den Sachen einfach nur folgen muss, ist jetzt ziemlich einfach. Das heißt aber, die eine Tür, die dunkel war im Eingangsbereich, jetzt wackelt das schon wieder. Oh, ach, schrecklich. Die eine Tür, die dunkel war im Eingangsbereich. Ach nee, hat mit der dunklen Tür nichts zu tun. Ja. Da geht's weiter. Warte, dann gehe ich erst den anderen Weg. Na, kleines Monster. Kannst du wen anders anvisieren? Danke. Giftung. Die Vergiftung. Talk about all show and no go. I suppose this will mean fewer enemy. Maybe now I can be of some help to everyone. Da kann ich gar nicht durch. Na gut. Gegengift, ja. Dafür ist Face noch gut genug. Und auf der Ersatzbank sitzen. Die kann er gut wärmen. Ja, Mann. Tut mir auch ein bisschen leid halt, ne? Imde ist ja jetzt auch gerade nicht im Team. Wo ich mich lange Zeit sehr auf sie verlassen habe. Hi. Now
now's the time to strike. Big hand! Sonic Thor! Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Uh-huh. This may look like a snap, but let's not be careless. This might hurt a bit. This might hurt a bit. Jetzt erlebt ihr noch. Hm. Unser Hauptcharakter verbraucht wieder viel zu viel Mana. Ja, können wir nicht, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich dafür brauche. Efeutruhen. Ich nehme an, wenn ich dann das Ding kriege, muss ich in alle Dungeons, die ich jemals war, nochmal zurückgehen. Das kann ich untersuchen. Ich gehe erstmal, ich gucke mich erstmal hier um, bevor ich das drücke. Die Schattierungen sind, die sehen ja manchmal anders aus, so dass ich denke, das sind vielleicht andere Ninjas, so stärkere Versionen von denen oder so. Bisschen hier Mortal Kombat-mäßig, ne? Ist das Ding halt grün, dann heißt es Reptile, so ungefähr. Also der Ninja. Aber nee. Immer die gleichen. Die werden nur irgendwie angestrahlt. Du guckst nach da, eindeutig. Hm? Dann in die Mitte oder nach außen? Ja, du guckst nach außen. Na, machen wir das. Als letztes dahin, ja. Und jetzt? Ach da. Ja, da muss ich mit dem Dunkel, also Türdunkel-Dings da Beseitiger durchgehen anscheinend. Was denn? Muss der Wächter des Purgatoriums sein? Ich bezweifle, dass die Politik uns hier weiterbringt. Oh, so ein großes Hündchen. Ey, bleib weg da. Wir haben keine Zeit für sowas. Achte Leute, es geht los. Ah. Sind wir einfach da, wo wir hin müssen? Oh nein. Hat der irgendwo eine Schwachstelle, die offensichtlich ist? Er ist allergisch gegen Feuer? Kann das sein? Mhm. Bin gar nicht hier. Wir sehen mittlerweile sogar das Leben der Kreatur. Das prozentuale Leben, meine ich. Oder zählt das noch nicht als Boss? Oh, nee, das macht keinen Schaden. Ab und zu sind 800er dabei. Ich glaube, seine linke Flanke ist angreifbar. Magie scheint auf jeden Fall allgemein Schaden zu machen. Also einmal einen guten Schaden zu machen. Hm. Nicht zu mir, danke. Oh, Eisnadeln. Die machen halt 200, ne? Wollen wir mal tiefgefrieren? Nehmen an, dass wir weniger machen. Ja. Ist halt auch eh dafür, ne? Da.
Daneben. Oh, doch nicht. Aber richtig wenig. Also, Eisnadeln. Eisnadeln und Mass. Gut. Schade, dass ich nicht auf der Taste habe. Zumindest nicht bei ihr. Ja. Ist gut, dass ich erst mit Raimi anscheinend die Akku aufgebaut habe und sie jetzt die ganze Zeit angegriffen wird. Irgendwer macht gelegentlich 800er Hits. Das ist, wahrscheinlich sie. Oh, nee, sie ist sogar Ziel. Verdammt, nee. Danke. Mir hilft nicht. Oh, ich muss weg. Mehr Healing? Es klappt auf jeden Fall alles ziemlich gut. Da. Seitdem wir die ganzen TP-Plus-Sachen haben. Okay. Ach, der... kriegt der Schwanz denn mehr Schaden oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall besiegt. Wow. 12.000. Schattennadeln. Okay, die hat Face auch, ne? Der erste auf Level 40. Boah. Kein Lebenszeichen mehr, aber dafür. Oh, das Hündchen hat sich verändert. Ey, das sieht aus wie Opas Ring. Lichtring. Das habe ich mir gedacht. Ein bisschen weiter. Gut, dass wir zuerst hier sind. Wenn wir jetzt die ganzen Gänge nochmal durchgehen. Und die ganzen Schattentüren öffnen. Naja. Ja. Erstmal nach Süden durch. Brauchen eigentlich so ein paar leichte Kämpfer, damit wir wieder Mana regenerieren können. Keine Chance. Okay. Noch so ein Kristall. Ein Teleporter? Der Lichtring ist bereits aufgeladen. Ah, dafür ist das da. Das heißt, ich brauche tatsächlich diesen... Ah, das schwarze Ding. Zaubern. Lass mich. Ich bin mit ihr noch nicht ausgewichen, ne? Muss ich auch mal machen. Beim nächsten Kampf vielleicht. Aha. Ich dachte, diese Kristalle wären dafür da, irgendwie die Umgebung zu verändern oder Teleport oder irgendwas, ne? Aber wenn die nur zum Lichtring aufladen sind. Dann gehen wir erstmal kurz hier hoch und dann links. Eins von eins. Oh, das ist ja nervige Mechanik anscheinend. Jaja. Danke. Muss ich gleich zu dem Ding da zurück? Den aufladen und dann zur nächsten Tür. Fuck, treat, teat, was? Sachen, Materialien, okay. Die nächste Waffe oder was auch immer, ja. Ich wünschte, diese Türen würden eingezeichnet werden. Ich muss erst das aufladen.
Oh. Oh. Jetzt zähle ich dringend alle. Also ich muss auch noch entscheiden, wo ich hingehe damit. Moment. Oder lädt sich dieses Ding hier nach einer Weile wieder auf? Nee, ne? Das ist eine nervige Mechanik, ja. Hier war das, okay. Das geht ja nicht auf. In der Stadt gab es da auch Sachen mit Licht, oder? Ah, da müssen wir wahrscheinlich weiter. Na, mach mal. Dann hole ich mir jetzt erstmal das andere Lichtring-Ding gleich. Und dann gehen wir ganz raus, oder? Wie mache ich das? Da geht's tiefer. Wie geht's dahin? Was bist du? Lori Lori? Aus Ragnarok Online? Nee. Was ist das? Die Succubus. Nicht effektiv anscheinend. Zorn des Clown gelernt. Okay. Okay, da guckt ein Ritter hin. Gibt es noch mehr? Das sieht gut aus. Danach das andere anscheinend. Hinten ist noch die letzte Vase dann. Gut. Also da runter, das wird ja der richtige Weg sein, ne? Das ist ja immer tiefer ins Purgatorium. Ja. Okay. Nehmen wir mit. Na gut, ich gehe jetzt komplett raus und nehme die Tür, die im Eingangsbereich ist. Und dann lade ich den Lichtring an dem ein Ding auf, das wir da noch haben. Nee, nicht da lang. Der Karte kann ich ja sowieso nicht vertrauen. Die wird ja nicht mitgezeichnet hier. Trottel. Oder ich mach das hier jetzt zuerst. Ist ja direkt hier, ne? Wow, drei Weihwasser. Das hat sich gelohnt. Oh Mann. Ich weiß nicht mal mehr, was Weihwasser macht. Fluch aufheben oder so. Würde ich jetzt schätzen. In die Tür, da kommen wir auch nicht rein. Warte mal. War da auch eine schwarze Tür? Also gibt es jetzt noch zwei schwarze Türen? Das die im Eingangsbereich mache ich später erst. Gut. Jetzt auf jeden Fall erstmal die Aufladung holen. Die am Arsch der Welt War. Yeah, Lichtring, Aufladung 1 von 1. Bin falsch. Ich bin wieder falsch. Nee, doch, ich bin richtig. Alles gut. Hinter mir war das. Da.
Goldene Kiste und Bogen der Weisheit. Na, super. Sehr gut. Die kriegt aber wirklich häufig Upgrades, ne? Erhöht die Chance auf Crits. Ja, das ist schon mal... Ist da 80 Schaden mehr drauf? Im Gegensatz zu was? Ja, in etwa. Ja, und mehr Crits und keine Ahnung. Kompakt Protektor, wo habe ich das denn? Das hab die Monsters freigelassen? Hm, die anderen können es nicht tragen. Hm. Na gut. Hm. So, dann gehen wir gleich tiefer. Das war jetzt da und dann rechts halt, ne? Dadurch. Mhm. Und diesmal denke ich auch früher daran, Cut zu setzen, bevor wieder etliche Dialoge kommen. Ah.